Hallöchen und herzlich willkommen zurück zu einem weiteren Minecraft-Tutorial. Diesmal, ja, legen wir quasi den Grundstein für Rotary Craft. Rotary Craft ist eigentlich nichts anderes wie verdammt viel Krach. Okay, da gibt es auch Mittel gegen jene Krach, aber ihr werdet nachher sehen, was ich damit meine. Rotary Craft ist nichts anderes wie Maschinen mit. Ja, wie bezeichnet man das denn mit Drehmoment und Geschwindigkeiten und all sowas? Wir fangen mal ganz einfach an. Die simpelste Engine ist diese DC Electric Engine. Das ist ja wirklich das Simpelste vom Simpelsten. Die ist Redstone gesteuert. Und ja, wenn wir diese Maschine platziert haben, dann gibt es nette Tools dafür. Und zwar diesen Angular Transducer. Und den, ja, Schraubenzieher halt. Und mit diesem Transducer, den werden wir häufig gebrauchen. Wir sehen einmal, wie viel, ja, quasi an Output da ist. Und mit dem, Schraubenzieher per Rechtsklick können wir diese ganze Chose einfach drehen. So, wir gehen jetzt einfach mal her. Ein kleines Anwendungsbeispiel mit Canola, sprich Raps. Das brauchen wir nachher unter anderem, um Öl herzustellen oder sogar ausschließlich für Öl. Ich weiß es gerade gar nicht so ganz genau. Auf jeden Fall mit diesem Öl, ja, das dient uns als Schmiermittel für eine Vielzahl von der Maschinen aus Rotary Craft eben. So, wir haben jetzt hier das Feld. Zum Aufbau und sowas machen wir noch ein anderes Tutorial. Wir setzen uns jetzt einfach mal diese Engines hier hinten hin. Und haben dann diesen Fan. Auch der, in einem späteren Tutorial, der dient einfach dazu, ja, unser Canola eben zu ernten. In dem Sinne, wir ernten nur, ja, das Canola an sich, aber nicht die ganze Pflanze. Wir setzen die jetzt einfach mal hier vor. Und wir sehen, wenn wir die platzieren, kommt hinten ein grünes Feld. Da können wir mit diesem Angular Transducer wieder dran gehen. Und wir sehen wieder hinten das Feld. Wir sehen jetzt auch unten links, dass die Kraft quasi, die Power von dieser DC Electric Engine kommt. So, grün heißt, von da möchte er gerne, ja, Power haben. Und rot heißt, in diese Richtung gibt er Power ab. Also grün ist quasi der Eingang und rot ist der Ausgang. Engine gibt natürlich ja, Kraft ab und der Fan nimmt sie an, deswegen so muss das dann aussehen. So, wie gesagt, die sind Redstone gesteuert. Ich habe hier hinten so einen Red Alloy Wire dran. Und wenn wir jetzt einfach mal hergehen und schalten das Ding an, wird uns das Feld sehr schnell geerntet. Könnt ihr jetzt gerne wieder ausschalten. Das Canola haben wir jetzt hier liegen, das können wir so einsammeln oder ja, quasi auch anders abfangen mit einem Vakuumhopper und all sowas. Warum lauft ihr eigentlich noch? Aber vielleicht hört ihr ja den. Ja, jetzt sind sie still. Es ist relativ laut. Auch diese kleinen elektrischen Engines schon. Wir schalten es nochmal an. Und das hat auch eine relativ große Reichweite, hätte ich jetzt gesagt. Na gut, mit denen geht's noch. Ja, wir machen es wieder aus und wir sehen, unsere Felder sind hier. Die Pflanzen. Ah, laut. Die Pflanzen stehen auch noch, sind natürlich wieder komplett zurückgesetzt. Da hinten, die fängt gerade wieder ein bisschen an zu wachsen. Ja, ich wollte euch gerade wegmachen. Sobald die Pflanzen halt auf 100% sind, vorher komischerweise nicht, wäre natürlich jetzt realistisch, wäre da vorher auch schon ein bisschen was da an den Pflanzen rumwehen. Sobald die halt auf 100% sind, werden die geerntet, auf null zurückgesetzt und können wieder neu auswachsen. Und ja, wie gesagt, ihr könnt selber manuell anschalten oder das Ganze im Dauerbetrieb lassen, wie ich bei meiner Farm in meiner Basis. Das sieht dann alles ein bisschen sehr viel größer aus. Oder halt, wie gesagt, mit dem Hopper und dann automatisch in euer System einfügen und in diesem ME-System dann wieder weiterverarbeiten. Ja, viele Möglichkeiten. Die kleinste Engine, die anderen kommen in anderen Tutorials. Wir haben wirklich viele Möglichkeiten da. Strom zu erzeugen mit Wasserkraft, mit Windkraft und ja, wir werden es uns noch anschauen. Ich bedanke mich soweit erstmal fürs Zuschauen. Wir sehen uns im nächsten Tutorial wieder. Bis dann. Ciao.